Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zu euren neuen Tagesbotschaften für den 10., 11., 12. und 13. November 2024. Ja, bevor ich euch die Karten zeige, mit denen ich hier heute das Orakel lege, möchte ich euch auf eine Aktion aufmerksam machen, die seit heute gilt und nur bis zum 12. November gültig ist. Und ihr könnt es euch vielleicht denken, ich habe hier Energieprodukte aufgebaut. Und zwar handelt es sich um die Energy Domes Kits. Also das sind drei Boxen, womit ihr energetisch arbeiten könnt. Und es betrifft die Orgonit-Produkte. Und zwar alle Orgonit-Produkte in meinem Shop. Es gibt momentan auf die Energy Domes Kits, also die Boxen, und alle Energieprodukte 15% Rabatt mit dem Code ENERGIE2025. Habe ich euch auch nochmal alles unten in der Infobox hingeschrieben. Warum? Damit wir alle mit einer tollen, neuen, transformatorischen Energie ins neue Jahr gehen. Und ich kann euch nur anraten, einfach mal Energiearbeit auszuprobieren. Und das könnt ihr sehr gut mit Orgonit-Produkten, die erhöhen die Schwingung in euren Räumen. Jetzt nur mal ganz kurz gesprochen. Und ihr könnt auch sehr, sehr gut energetisch für euch arbeiten, für den Wunschpartner oder vielleicht wollt ihr euch in der spirituellen Szene selbstständig machen, dann braucht ihr diese Orgonit-Produkte. Ich werde auch gar nicht lang und breit jetzt erklären, wie das alles funktioniert und wie das alles wirkt. Ich möchte nur, dass ihr es einmal gesehen habt und wisst, dass diese Aktion nur bis 12. November gültig ist. Bis 12. November Punkt Mitternacht. Und dann hat sich das erledigt. 15% Rabatt. Und diese Energy Domes Kits sind sehr teuer. Und 15% ist natürlich eine Menge, die ihr da sparen könnt. Das solltet ihr euch auf jeden Fall überlegen. Wenn ihr mit Orgonit-Produkten arbeiten wollt, dieser Rabatt gilt nicht nur für die Orgonit-Pyramiden, die ich hier mal beispielhaft hingestellt habe. Ich habe ja ganz viele Orgonit-Pyramiden in meinem Shop. Ich habe aber auch noch Orgonit-Obelisken und Orgonit-Kreuze. Auch für die gilt dieser Rabattcode, also für die ganze Produktkategorie Orgonit-Produkte, okay? Also, wenn ihr wissen wollt, für was steht welche Pyramide, wie arbeite ich damit, was bewirkt denn Orgonit überhaupt, dann könnt ihr das sehr gerne in meinem Shop nachlesen. Ich habe euch das natürlich unten verlinkt. Und das gleiche gilt halt auch für die Energy Domes. Da gibt es halt verschiedene Boxen, wie gesagt, drei Stück. Und hier habe ich einmal das Energy Kit 2 Love, so heißt das, ja. Dann habe ich hier auch Kit 1, also es gibt zwei Boxen für die Liebe. Und dann gibt es hier einmal das Energy Domes Divine Healing Kit. Und ja, also da gibt es also ganz, ganz viele verschiedene Themen, an denen ihr arbeiten könnt. Zum Beispiel bei dem bei der Liebesbox hier könnt ihr arbeiten am Thema Optimismus, wenn euch der momentan fehlt, beziehungsweise auch, wenn ihr nicht optimistisch seid, dass ihr mit dem Wunschpartner zusammenkommt. Dann handeln, wenn ihr energetisch bearbeiten wollt, dass das Gegenüber mal in die Handlung kommt, ja. Oder für euch selbst, wenn ihr Mut und Kraft braucht, dann arbeitet ihr mit dem. Oder die Angstlösung, ja. Wenn ihr sagt, mein Gegenüber ist so verschlossen, er oder sie hat Angst, könnt ihr mit der Angstlösung arbeiten. Das sind nur ein paar von den Domes, die hier drin sind. Bei dem ersten Kit haben wir hier auch natürlich ganz wichtig das Thema der Herzöffnung. Damit könnt ihr dann zu Hause mal arbeiten. Auch sehr wichtig das Thema Selbstliebe, weil diese Kits mit der Liebe oder wo es um die Liebe geht, da geht es natürlich nicht nur um Wunschpartner und das Gegenüber. Natürlich könnt ihr dann das Gegenüber bearbeiten sozusagen, aber es geht ja auch um euch selbst, ja. Zum Beispiel auch Herzheilung. Da könnt ihr für euch selbst arbeiten, dass euer Herz wieder heilt. Oder der Klassiker, das Gegenüber will nicht mit dir sprechen. Dann kannst du das energetisch bearbeiten, dass er oder sie Kontakt zu dir aufnimmt. Hier mit der Kommunikation, ja. Und ja, wir haben hier auch noch die Verbundenheit, wenn du die zwischen euch stärken willst und so weiter. Also es wird hier ganz viel auch mit der Symbolkraft, mit der Symbolsprache gearbeitet und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, da könnte ich ein eigenes Video drüber drehen, ja, über die Energy Domes und wie man damit arbeitet und so weiter. Aber das könnt ihr auf meiner Homepage ja auch noch alles nachlesen, wenn euch das interessiert. So, jetzt lege ich das mal weg. Also ihr wisst Bescheid, die drei Energy Domes Kits und
Alle Orgonit-Produkte sind momentan 15% günstiger zu bekommen mit dem Code Energie2025. Holt euch diese Energie nach Hause, arbeitet damit, sorgt für eine richtig, richtig geile Energie in allen euren Lebensbereichen für das neue Jahr, was ja wirklich vor der Tür steht. Ja, dazu gebt ihr, wie gesagt, einfach den Code Energie2025 ein und dann werden 15% abgezogen, aber nur bis 12. November. So, jetzt habe ich hier mal alles beiseite geräumt und dann kann ich euch jetzt die Karten zeigen, mit denen ich heute arbeite. Und zwar habe ich einmal die Antworten der Engel von Doreen Virtue und von Melanie Missing und Ann-Mareike Schulz, Avalons Vermächtnis. Und dann habe ich noch meine eigenen Karten, das Vertigo-Orakel und die Good Advice vom Modern Women. Und ich arbeite hier auf der Energy Plate Astro. Ja, alles, was ihr hier seht, die Karten, die aktuelle Rabattaktion, meine ganz neuen Kerzen, die ihr im Vorspann gesehen habt, alles ist unten verlinkt, die Teilnahme am Mondritual und natürlich auch das Winterhighlight. Also holt euch sehr gerne bei mir euer Winterhighlight ab. Da gucke ich auf euer Highlight, auf euren schönsten Moment, der zwischen Dezember und Februar passieren wird. Also für diesen 3-Monats-Zeitraum, was wird euer Highlight sein, was wird euer schönster Moment sein? So, dann schauen wir jetzt mal gleich auf den 10. November. Und da kommt Folgendes. Deine Seele fordert dich auf, etwas Neues auszuprobieren. Wenn du jemanden liebst, lade diese Person ein und frage nach einem Treffen. Er oder sie wird Ja sagen. Singles werden schon bald von ihrem Seelenpartner träumen und ihm oder ihr auch begegnen. Ja, sehr schön. Es geht hier also eindeutig um eine Liebesthematik beziehungsweise außerhalb von der Liebe allgemein darum, probier einfach mal was Neues aus. Mach einfach mal irgendwas, was du dich zuvor nicht getraut hast oder was du noch nie ausprobiert hast, aber eigentlich immer schon gerne mal machen wolltest. Und wenn du jemanden kennst und du hast Schmetterlinge im Bauch, du bist also in jemanden verliebt oder dir liegt jemand am Herzen, sagen wir es mal so, du willst jemanden unbedingt wiedersehen, dann kannst du wirklich davon ausgehen, ja, trau dich einfach, frag ihn oder sie einfach. Dieser Mensch wird nicht ablehnen, ja. Deswegen trau dich mal was Neues auszuprobieren. Warte nicht, dass dieser Mensch sich meldet, sondern frag du einfach mal nach einem Date, nach einem Treffen. Und ja, Singles bekommen hier auf jeden Fall den Hinweis, dass ihr jemandem begegnen werdet. Wahrscheinlich aber im Zusammenhang, wenn ihr mal was Neues ausprobiert. Das kann also ein neues Hobby sein. Das kann sein, dass ihr euch einen neuen Beruf zum Beispiel sucht. Es kann sein, dass ihr eine Fort- und Weiterbildung macht oder ja, einen spontanen Städtetrip. Also irgendwas, was ihr eigentlich gerne machen wollt, aber bisher nicht gemacht habt, weil ihr euch nicht getraut habt. Und in diesem Zusammenhang könnte es eben sein, dass ihr diesem Menschen begegnet. Wir haben hier dann noch den Platz der Kraft. Verbinde dich mit den höheren Ebenen. Der Platz der Kraft spendet dir natürlich jetzt Kraft und Mut. Und diese Kraft, diese Energie, die kannst du jetzt anzapfen. Du bist verbunden mit diesen höheren Bewusstseinsebenen sozusagen, die dir Impulse senden, Impulse und Botschaften. Das sind sehr kraftvolle Energien, aber vor allem Energien, die dich in deine Kraft zurückbringen und in diesen Mut halt, weil es erfordert ja Mut und Kraft, sich aufzuraffen und Dinge neu auszuprobieren oder den Mut zu finden, jemanden nach einem Date zu fragen, obwohl man sonst immer eigentlich so eher war, dass man gefragt hat, dass man gewartet hat, dass der andere das tut, ja. Also, du kommst jetzt in deine Kraft und Stärke und in deinen Mut und du bist verbunden mit höheren Bewusstseinsebenen. Und diese durchfluten dich sozusagen mit einer sehr, sehr mutigen und kraftvollen Energie. Dann haben wir die Berg- und Talfahrt. Sieh dich um. Es gibt einen Ort, wo du hinziehen und dir ein neues Leben aufbauen solltest. Dort erwartet dich das Paradies auf Erden. Also sieh an, es geht hier ganz klar um eine Erneuerung in deinem Leben. Das betrifft jetzt natürlich alle, die bisher nicht den Mut hatten, umzuziehen. Oder sich einen neuen Job zu suchen und dann aufgrund des Jobs halt wegzuziehen. Es geht hier ganz klar um einen Ortswechsel, um einen Standortwechsel, um einen Ort, wo du dir ein neues Leben aufbauen solltest, weil das einfach besser für dich wäre.
Und viele von euch denken da schon länger drüber nach, aber haben sich nie getraut. Obwohl euch da das Paradies auf Erden erwartet. Deswegen fordert euch ja eure Seele auf, jetzt was Neues auszuprobieren. Versteht ihr? Sonst würde die erste Karte ja keinen Sinn machen. Also das ist der Klassiker, Mut wird belohnt. Alles beim Alten zu lassen, bedeutet Stillstand, wird im Prinzip nicht belohnt. Das ist nun mal so. Aber all diejenigen, die genau wissen, dass ein anderer Ort, ein anderer Beruf, eine andere Beziehung, einfach etwas Neues viel, viel besser wäre und man sich da das Paradies auf Erden erschafft und das nicht ergreifen, ja, die haben Pech gehabt, muss man ganz einfach so sagen. Aber diejenigen, die sagen, ja, ich merke, dass meine Seele fordert mich ja regelrecht auf, jetzt mal was Neues auszuprobieren. Ich will ja auch eigentlich hier nicht mehr leben. Ich will auch gar nicht mehr in diesem Job sein. Ich will auch gar nicht mehr in dieser Beziehung sein oder in dieser Umgebung. Die werden jetzt belohnt werden. Und die, ja, haben hier einfach diesen Platz der Kraft in sich sozusagen gefunden, was Neues auszuprobieren. Und das hat etwas offensichtlich mit einem Umzug oder auch einem Standortwechsel, also wirklich einer Veränderung zu tun. Und du sollst hier bitte auf deine Intuition hören. Ja, Intuition, Schrägstrich, Bauchgefühl. Du weißt doch ganz genau, was am besten für dich ist. Das ist wie ein unsichtbarer Magnet. Es zieht dich die ganze Zeit gedanklich irgendwo hin. Und deine Intuition flüstert dir die ganze Zeit schon zu, Mensch, mach doch endlich dies oder mach doch endlich das oder hör doch endlich damit auf, das und jenes ja zu tun oder aufzuschieben oder und so weiter. Ne? Also hört hier auf eure Intuition, hört auf eure Seele, die euch momentan eingibt, was Neues auszuprobieren. Und das hat vor allem etwas mit einer beruflichen Veränderung und mit einem Umzug zu tun. Aber wie gesagt, in der Liebe hat man ja auch, wurde das Thema ja hier auch angeschnitten, dass du hier einfach mal aus dir rauskommen solltest und nicht warten, bis er oder sie sich meldet, sondern du darfst auch ruhig mal aktiv werden. Guck mal, und hier haben wir wieder eine Karte, wo steht, es ist jetzt Zeit aufzubrechen. Schon viel zu lange schleppst du eine belastende Thematik mit dir herum. Jetzt heißt es entweder oder, schwarz oder weiß. Wähle das Licht oder den Schatten. Also das ist mit diesem, das Licht ist mit diesem Paradies auf Erden hier gemeint, was du dir erschaffen kannst. Der Schatten ist halt eben dieses Nichtstun, Stillstand, alles bleibt beim Alten und so weiter. Gib deine Verzögerungstaktik endlich auf. Also du siehst, du zögerst ja hier offensichtlich irgendwas hinaus. Aber du wirst schnell feststellen, dass sich danach, also wenn du dann erstmal diese Entscheidung getroffen hast, auch körperliche Beschwerden auflösen werden. Vor allem, wenn du oft erkältet bist oder an Infektionen leidest. Das ist halt auch sehr interessant. Also je mehr man seine eigenen Wünsche unterdrückt, weil man zu faul ist, weil man nicht den Mut hat, weil man, obwohl man genau weiß, das ist das Richtige und man tut es nicht, dann wird man auch oft krank. Der Körper meldet sich dann sozusagen, ja. Also interessanterweise ist es halt auch so, wenn du oft erkältet hast, oft an irgendwelchen Infektionen jedweder Art leidest, dann hört das schlagartig auf. Wenn du aufhörst, deine Verzögerungstaktik aufzugeben und in dieses Paradies eintrittst, was du dir ganz leicht und einfach erschaffen kannst, indem du jetzt einfach mal was Neues ausprobierst. Wow, und du hast hier sogar die Karte, das Siegel Avalons. Schau, was hier steht, erwarte ein Wunder. Also mach es einfach, wirklich mach es einfach, dich erwartet ein Wunder. Dieses geheime Siegel ist jetzt für dich gekommen, dieser geheime Brief, den kannst du jetzt aufbrechen sozusagen und lesen, was drin steht. Da ist für dich sozusagen die Schatzkarte ins Glück, der Wegweiser ins Glück. Das ist eine ganz hohe Karte, das ist die höchste Karte in diesem Deck. Dich erwartet ein Wunder. Und schau mal, wir haben die Vollendung. Ja, also sichtbare Ergebnisse zeigen sich nun, wenn du jetzt dieses Neue anstrebst. Dein Projekt, was du da verfolgst, was du im Kopf hast, nimmt Form an. Und deine harte Arbeit zahlt sich aus. Du wirst überglücklich sein. Ja, also dich erwartet ein Wunder. Du wirst überglücklich sein. Der Erfolg wird kommen. Die Berg- und Talfahrt hört auf. Wow, also du wirst hier wirklich belohnt, wenn du dich traust, was Neues auszuprobieren, wenn du diese mutige Kraft jetzt anzapfst, auf deine Intuition hörst und einfach mal vorangehst. Meditation bringt dir hier auch Antworten, also in den Ruhezustand kommen, sich regenerieren, einfach mal sich jeden Tag Zeit für sich nehmen, 10, 20 Minuten,
in einen meditativen Zustand gehen. Das kannst du ja auch auf YouTube, also mit YouTube-Videos gibt es ja auch ganz viel Entspannung und Meditation und Hypnosen. Und das bringt dir auch Antworten und schult deine Intuition. Also hier passiert wirklich, wirklich Großartiges. Dann gucken wir auf den 12. November. Ich fasse es nicht. Also es wird ja immer besser. Du hattest hier gerade das Siegel Avalons, das dich ein Wunder erwartet. Und jetzt guck dir das an. Du hast hier eine Schutzkarte aus diesem Deck gezogen. Du erfährst einen spirituellen Aufstieg, weil du dich verändert hast. Du erreichst jetzt eine neue Ebene deines Bewusstseins. Das passt hier auch mit dem Platz der Kraft auf jeden Fall zusammen. Deine Aura ist gereinigt. Stolz statt Bedürftigkeit, Unternehmungslust statt Stillstand, Optimismus statt Pessimismus, Stärke statt Schwäche, willkommen in einer neuen Dimension. Dem gibt es, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Willkommen in einer neuen Dimension für alle, die sich jetzt auf etwas Neues einlassen und ein Projekt verfolgen und keine Angst mehr vor Veränderung haben. Also das ist hier wirklich der Wahnsinn. Naturverbundenheit, bringe alles miteinander in Einklang und genau das passiert jetzt. Das ist wie ein Puzzle, was sich jetzt zusammensetzt. Du fühlst dich sehr stark mit dir selbst, mit deiner Seele verbunden und nicht mehr so zerrissen und gespalten. Und ja, also diese Verbundenheit bedeutet einfach, dass du merkst, du bist endlich angekommen. Alles fügt sich, alles ist stimmig, alles fühlt sich richtig an, alles läuft plötzlich. Du bist mit dir verbunden und im Einklang. Somit bist du auch im Einklang mit deiner Partnerschaft beziehungsweise mit dieser neuen Beziehung, die da offensichtlich kommt. Du bist im Einklang mit deinem Beruf, das macht dich innerlich happy, das zieht den Erfolg an, das aktiviert den Geldfluss und so weiter. Ja? Also alles verbindet sich hier sozusagen mit allem. Und jetzt ist das perfekte Timing, denn es ist noch nicht zu spät, jetzt hier Neues auszuprobieren. Kümmere dich unverzüglich um dieses Vorhaben und es wird tatsächlich gelingen. Glaube daran. Du hast hier also nochmal eine Karte, die sagt, jetzt oder nie. Auf was wartest du eigentlich? Ja? Suche nach einem Zeichen. Ich bin sicher, die bekommst du auch schon die ganze Zeit. Achte mal darauf, was du ständig für Namen liest oder hörst oder für Lieder hörst oder für Zahlen siehst oder für Krafttiere siehst. Du bekommst hier immer wieder Zeichen. Diese Zeichen sind auch Gedankenblitze, Impulse, kosmische Botschaften, dass du plötzlich an irgendwas denkst, an irgendeine Person, an irgendein Projekt, an irgendeinen Ort, an irgendein Haus, an irgendeine Wohnung. Das kommt nicht von ungefähr. Dein Unterbewusstsein will dir quasi immer wie so kleine Blitze, so Impulse und Nachrichten schicken, dass du das weiter verfolgst im Prinzip, ja? Also ganz, ganz tolle Botschaften hier und wir gucken auf den 13. November und da haben wir hier den Hinweis für dich, dass deine Trauer endlich ein Ende haben muss. Also dieses Kummervolle, diese Sorgen, irgendwas betrauern oder sich selbst bemitleiden. Du kannst dich nicht dein Leben lang zurückziehen und diese Enttäuschung die Oberhand gewinnen lassen. Weil wenn man enttäuscht wurde, dann ist es halt so, dass man sich oft nicht zutraut, jetzt wirklich die Zelte abzubrechen und was Neues auszuprobieren. Ne? Also es geht hier um eine Situation, die sowieso von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Aber es wird nun mal nicht besser, wenn du dich zu Hause verkriechst oder verschließt und eben nichts Neues mehr ausprobierst. Du musst jetzt den Absprung schaffen. Wie gesagt, jetzt oder nie. Jetzt ist das perfekte Timing, der perfekte Zeitpunkt. Egal, wie viel Kraft es dich kosten wird. Und deswegen schickt das Universum dir den Platz der Kraft. Diese Kraft hast du nämlich jetzt. Glaube daran, dass alles besser ist als dieser Zustand, den du schon viel zu lange erträgst. Ne? Also ihr seht, wie die Karten euch sozusagen in den Hintern treten wollen, endlich hier die Dinge in die Hand zu nehmen und das Leben ja, zum Positiven zu verändern. Ne? Und du hast hier sogar die Karte mit der großen Göttin. Bringe die weiblichen und männlichen Energien in dir in Einklang. Ja? Also ja, das männliche und weibliche Prinzip, Yin und Yang, innerer Einklang, innere Harmonie. Nicht zu sehr in das eine oder in das andere abdriften, sondern wirklich jetzt ja, diese Verbundenheit, ne, von der hier schon gesprochen wurde. Damit du wieder zur Göttin oder zum Gott wirst. Darum geht es hier. Diese Energie, ich bin eine Göttin, ich bin ein König sozusagen.
Diese Energie, die solltest du jetzt verinnerlichen und auch anzapfen, denn sie steht ja zur Verfügung. Es geht darum, mit dir jetzt in den Einklang zu kommen und alles um dich außen herum mitzuziehen in den Einklang, in die Harmonie. Du wirst sehen, wie innen so außen. Es wird alles besser laufen in dem Moment, wo du deiner Seele, deiner Intuition folgst und jetzt neue Dinge ausprobierst. Was auch immer das bei dir ist, ja. Es gibt es nicht. Also jetzt hast du hier auch noch im Vertigo-Orakel die beste Karte. Du hast nicht nur das Siegel Avalons, du hast hier auch noch den Glücksgriff gezogen. Und die Karte steht immer dafür, dass du jetzt mit einer überraschenden Einladung rechnen darfst oder einer überraschenden Begegnung oder einem Besuch. Und diese Begegnung oder dieser Besuch wird dein Leben verändern. Ergreife diese Chance und aber habe keine Angst vor dem, was gerade auf dich zukommt. Also ihr werdet jetzt mit Menschen konfrontiert, ihr werdet Menschen begegnen, die ganz, ganz wichtig werden für euer zukünftiges Liebesleben oder Berufsleben oder Business. Und das kommt ganz überraschend, weil ihr einfach in dieser neuen Energie seid, in dieser Aufbruchstimmung. Hier passieren wirklich Wunder. Und auch in der Liebe hast du offensichtlich einen Glücksgriff gezogen. Deswegen trau dich ruhig, hier jemanden anzusprechen oder zu fragen, wollen wir uns treffen? Weil die Antwort wird ja sein. Und wie gesagt, überraschend kommt er oder sie dann zu Besuch. Vielleicht hörst du sowas wie, ist ja witzig, ich habe auch gerade an dich gedacht, ja, ich möchte dich auch wiedersehen. Ja? Also hier kommen wirklich ganz krasse Situation und wichtige Personen in dein Leben, die alles verändern werden. Aber hier, schau, du musst aktiv werden, ja? Wenn du ein Projekt hast, geh es endlich an. Schließ dich nicht zu Hause ein. Wenn du in einer unglücklichen Beziehung bist, trenne dich. Es hat keinen Sinn mehr. Wenn du in jemanden verliebt bist, sag es diesem Menschen. Frag nach einem Date und so weiter. Wenn du die ganze Zeit denkst, ich will eigentlich umziehen, ich fühle mich hier nicht wohl, ich möchte einen neuen Job, das ist nicht mehr mein Ding, ich verdiene zu wenig. Mach es endlich, werde aktiv. Die Energien stehen jetzt zur Verfügung. Jetzt ist das Timing perfekt, etwas zu vollenden, eine Berg- und Talfahrt zu beenden und einen Glücksgriff zu machen. Und dich erwartet mit dem Siegel Avalons ein Wunder. Also es ist wirklich unfassbar. Und all das kannst du natürlich energetisch unterstützen, was ich dir am Anfang gezeigt habe, mit den Energy Dome Sets oder auch mit Orgonit-Produkten. Falls du vorgeschwult hast, guck es dir nochmal kurz an. Und unten in der Infobox habe ich dir auch nochmal alles hingeschrieben. Also nutze die derzeitige Aktion 15% Rabatt auf alle Orgonit-Produkte und auf die 3 Energy Domes Sets mit dem Code ENERGIE2025, aber nur gültig bis 12. November, Punkt Mitternacht. Ja, das waren eure Tagesbotschaften. Ich fand die richtig, richtig geil. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, teilt das Video gerne mit anderen. Abonniert mich hier auf YouTube, Facebook und Instagram. Ich wünsche euch eine ganz spannende Zeit und sagt wie immer Tschüssi, meine Lieben, bis zum nächsten Orakel.